Moin Moin Leute, in diesem Video zeige ich euch die Praxis des vorherigen Videos, indem ihr ein Logo auf eure HTML-Homepage setzt und dieses Logo dann verlinken lasst, sodass, wenn jemand auf euer Logo klickt, direkt auf einer individuell von euch vorgegebenen Seite landet. Viel Spaß damit! Zuallererst zeige ich euch die Homepage, wie sie nun aussieht. Darunter möchte ich gleich ein Logo hinzufügen und das Logo soll folgendermaßen aussehen. Das ist das Logo. Jetzt öffne ich mir die Homepage und füge hier nochmal einen zweiten Absatz ein und beginne mit kleiner als ahref für die Referenz, auf die wir weitergeleitet werden sollen. In dem Fall ist es mein YouTube-Channel auf YouTube. Somit gebe ich die Seite von YouTube ein, /tveloquent, die ihr natürlich des Öfteren schon eingetragen habt, um meinen Channel sehen zu können. In der nächsten Zeile geht es weiter mit kleiner als img src, steht für Image Source. Und da gebe ich jetzt den Pfad ein, wo sich das Bild befindet. In dem Fall ist es im gleichen Ordner. Deswegen gebe ich logo.png ein. Beschriftet soll dieses Logo nicht sein, deswegen füge ich hinter Alt gleich Anführungsstriche nichts ein. Und zu guter Letzt gebe ich die Höhe und die Weite dieses Bildes oder dieses Logos ein mit 300 Megapixeln. Sobald ich die Seite gespeichert habe, öffne ich die Homepage erneut und wie wir sehen können, ist hier das Logo. Wenn ich raufklicke, werde ich weitergeleitet. Und gleich zeige ich euch mal den Vorher-Nachher-Effekt. So sah es vorher aus, so sieht es jetzt aus. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr habt viel dazu gelernt. Falls ja, lasst mir ein Like da. Bis bald.